junger Bursch, also ein Bürger aus Friedberg in der Steiermark zum Beispiel, mir schreibt am 15. Februar, dass er bei einem Unfall der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg, bei einem Einsatz, vor vielen Jahren sehr schwer verletzt worden ist, im Jahre 58, da war er 24 Jahre alt, und hat also fast ein Drittel seiner Hautoberfläche ist damals verbrannt worden. Das hat dazu geführt, dass er ständig in Behandlungen war, dass dann noch ein Bein steif geworden ist und schlussendlich vor Eintritt in den Ruhestand hat man noch den Bein amputieren müssen, weil sich nie erholt hat. Und der ist natürlich jetzt trotz einer Invalidität von 80% total schockiert, dass er plötzlich mit einer relativ bescheidenen kleinen Eigenpension plus der Unfallrente da so stark besteuert wird. Und das ist der Kern. Es gibt viele Unfallrentenbezieher, die leben in sehr guten Verhältnissen. Nicht? Das kann also durchaus eine berühmte Künstlerin sein, die hat 5000 Schilling Unfallrente und haben, oder ein Europaabgeordneter, was immer. Ja? Also dem tut es nicht weh, das ist auch nicht mein Problem. Sondern mir geht es darum, dass man die Härtefälle erfassen muss. Und ich glaube, so wie der Finanzminister richtigerweise gesagt hat, wir im Zuge der Budgetsanierung belasten wir etwa Einkommen über 30.000 Schilling, indem wir eine Einschleifregelung beim Absetzbetrag machen oder bei den Pensionisten ab 20.000 Schilling Einschleifregelung. So muss man auch sagen, bis 20.000 Schilling, etwa 22.000 Schilling, kann es hier keine Einkommensverluste geben, weil das sind wirklich die Ärmsten. Nicht? Mhm. Wenn einer halt 19.000 Schilling Pension hat, ich habe gerade so einen Fall gehabt jetzt, und kriegt also noch 10.000, 12.000 Schilling Unfallrente, weil er schwerstversehrt ist, und das rechnen Sie mir jetzt zusammen, dann hat er früher 16.000 netto etwa gehabt und heute hat er 10.000 Schilling. Und das müssen Sie jemand erklären. Herr Dr. Heide, bevor wir jetzt da genau in Details der Unfallrentenproblematik gehen, ich lese Ihnen jetzt etwas vor. Ich wäre ein Narr, wenn ich diesen historischen Erfolg, diese Wende, die wir Freiheitlichen in Österreich erreicht haben, mit Hilfe der Demokratie, wenn ich den zerstöre, indem ich von Kärnten aus ständig irgendwelche Störfeuer schicken würde, das wird es bei mir nicht geben. Jörg Haider, heute vor einem Jahr in der ORF-Pressestunde, wäre ich jetzt unhöflich, müsste ich Sie fragen, sind Sie ein Narr? Ich frage Sie nicht, aber... Nein, Sie können es auch ruhig fragen. Aber es ist vielleicht die Fähigkeit der Zurückhaltung begrenzt, um es vornehmer zu formulieren. Nein, ich habe also etwas artikuliert, was durchaus auch meine Regierungsmitglieder so sehen. Also das ist nicht etwas, was dem Jörg Haider jetzt so spontan eingefallen ist, sondern ich habe meinen Freunden gesagt, ich habe Sorge. Und die haben auch gesagt, wir haben auch Sorge. Und der Kollege Grasser hat also schon intensiv in den letzten Wochen mit dem Haupt sich Gedanken gemacht, welche Alternativen es gibt. Und ja, ich möchte halt einfach haben, dass wenn wir in einer Regierung sind, dann sollen die Leute das Gefühl haben, dass wir uns schon auch denen, die es schwerer haben oder die vom Schicksal hart gezeichnet sind, dass wir uns ihrer Situation stellen und dass man da nicht drüber fährt. Mit aber warum ist Ihnen das nicht früher eingefallen? Na, weil in den Beratungen mit den Experten die Auswirkungen eigentlich nicht in der Richtung beschrieben worden sind. Und das war ja schon seinerzeit das Problem im 88er Jahr, wo man gesagt hat, man macht 20% sozusagen einen Sockel, der absolut steuerfrei ist. Das wäre an sich auch so eine Abfederung gewesen. Und das hat der Verfassungsgerichtshof nicht akzeptiert. Daher kann man ja meines Erachtens nur eine Art Einschleifregelung machen bis zu einem bestimmten Gesamteinkommen, weil ja die Unfallrenten ja unterschiedlich sind. Das haben ja auch manche jetzt profitiert von der jetzigen Regelung. Denn der Sozialminister hat ja den schwerstversehrten Zuschlag von 20% auf 50% erhöht. Das heißt, jeder, der eine schwere Beeinträchtigung hat einen erhöhten Zuschlag. Nur das Problem mit der Gesamtbesteuerung bei einer Rente, mit einer anderen Rente, beginnt, dass dort, wo man sagt, jetzt gibt der Staat einen schwerstversehrten Zuschlag von mir aus von 4.500 Schilling, wieder ein konkreter Fall, er erhöht ihn dir von 3.000 auf 7.500 Schilling. Schön, freut sich. Jetzt zieht er das in seiner Abrechnung. Aber dafür kriegt er um 5.000 Schilling weniger raus. Und das versteht er. Bleiben wir beim Politischen. Die SPÖ sagt jetzt heute Aussendung, Klubobmann-Kostelke, die Sozialdemokraten werden in den kommenden 14 Tagen alle Nationalratsabgeordneten einladen, die Besteuerung für Unfallrenten rückwirkend aufzuheben. Was macht Jörg Haider, wenn sich die SPÖ plötzlich über ihn freut? Werden Sie da mitgehen? Sie sind nicht im Parlament, aber das ist ja das, wie wird das ausgehen? Das ist ja ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, möchte ich sagen, dass die SPÖ einmal einen Vorschlag von mir aufgreifen muss.
Wobei ich da immer sehr vorsichtig wäre, ob es das dann auch schafft. Denn sie hat ja auch einen Antrag auf Steuersenkung im Parlament angekündigt und hat dann einen Steuererhöhungsantrag gestellt. Also die sind ja nicht ganz fit momentan. Na, werden die mitstimmen, die FPÖ-Abgeordneten im Parlament? Ich glaube, dass die Koalition eine Lösung präsentieren wird. Und das ist also okay, denn auch wenn die SPÖ war ja auch nicht so synchron. Gestern etwa die Frau Bundesgeschäftsführerin der SPÖ hat ja ausgesendet, das ist reiner Populismus. Heute sagt der Klubobmann, wir werden einen Abänderungsantrag machen. Das war die Frau. Aber das mit Populismus, das noch wichtiger. Aber die Frau Bundesgeschäftsführerin hat gesagt. Pardon, noch wichtiger als der Applaus von Seiten der SPÖ wäre ja, dass sich vielleicht Schwarz-Blau einig wird, was denn geschehen soll. Und die Frau Rauch-Kallert hat gestern gemeint, Verantwortungspolitik heißt, dass man zu gemeinsamen Beschlüssen auch in Wahlkampfzeiten steht und Menschen nicht durch populistische Aussagen verunsichert. Das heißt, die Übereinstimmung mit der ÖVP, die sie noch vorgestern erhofft haben, scheint ja nicht einzutreten. No, das weiß ich nicht, denn wissen Sie, die wesentlichen Spieler sitzen woanders und der Vorwurf, dass man in Wahlkampfzeiten auch das Programm einhalten muss, kann ja nicht für uns gegolten haben. Ich nehme an, das ist auf den Wiener Wahlkampf gemünzt. Und ja, aber ich beziehe mich nicht auf mich, denn die ÖVP hat ja selbst in ihren eigenen Reihen, zum Beispiel die Fraktion des ÖAB, hat ja am 10. November bereits, obwohl wir damals ja schon diese Unfallsrentenregelung hatten, 10. November in der Arbeiterkammer, Vollversammlung der Arbeiterkammer, den Antrag gestellt, dass die Unfallrentenbesteuerung als unsozial abgesetzt werden muss. Ich habe den Antrag hier. Und der wird interessanterweise jetzt am 27. Februar in der Arbeiterkammer verhandelt werden. Das heißt, es ist offenbar in der ÖVP ja nicht so klar. Und ich kenne viele Minister, muss ich ehrlich sagen, ich habe mit etlichen auch geredet, die mir gesagt haben, du hast recht, das ist keine gute Lösung. Und ich meine, wenn wir alle erkennen, dass etwas nicht okay ist, dann sollten wir uns nicht wie ein Pressedienst anagitieren, sondern sagen, diese Regierung zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie zugänglich ist, Argumenten, die auch von der Bevölkerung kommen und die sagen, pass auf, wir verstehen, dass ihr spart. Wir verstehen, dass ihr das Budget in Ordnung bringt, aber nicht auf dem Rücken der Sozialschwächsten. Das heißt, Sie erwarten, dass einer der Hauptspieler, wie Sie das nennen, nämlich der Bundeskanzler Dr. Schüssel, die ÖVP dazu bringt, auf diese Linie einzuschwenken? Ja, es ist ja immerhin ein großer Teil Ihrer eigenen Organisation der Meinung. Es sind etliche Minister dieser Meinung. Ich sage Ihnen überhaupt, ich glaube, dass der wirkliche Fehler bei der ganzen Budgetsanierung der war, dass man ein verhältnismäßig unbedeutendes Volumen, finanzielles Volumen, soziale Treffsicherheit von ein paar Milliarden Schilling, überhaupt angegangen hat als Maßnahme der Budgetsanierung, weil das bringt unterm Strich nicht sehr viel. Bei den Unfallrenten haben sie also 2 Milliarden Einnahmen, 1 Milliarde geben sie wieder in eine Behindertenoffensive hinein, sozusagen um Arbeitsplätze für Behinderte zu schaffen. Was ja vernünftig ist. Alles super, aber wenn es auf dem Rücken von wirklich armen Leuten ausgeht, der dann statt 16.000 Schilling im Monat 10.000 hat, oder einer, der 10.000 hat, hat halt dann nur mehr 7.000 statt 8.000 Schilling. Ich meine, das kann niemand verantworten. Ich möchte jetzt das Kapitel mit einer Grafik abschließen, also Bilanz- und Unfallrenten. Heider Rücktritt im Format heißt es dazu, 61% sagen, das war eine gute Entscheidung, 16% eine weniger gute und 23% ich weiß nicht. Aber wer bestimmt in der FPÖ, da sagen 62% Heider, 15% Riesbasser, 18 beide und 5 weiß nicht. Wenn genauso viele sagen, der Haider bestimmt nach wie vor die Geschicke der FPÖ, wie sagen, dass der Rücktritt eine gute Entscheidung war, wozu sind Sie dann zurückgetreten? Kurze Antwort. Ganz logisch. Wenn jemand in Klagenfurt sitzt, dann kann er nicht eine Bundesregierung mitgestalten. Das ist unmöglich, technisch. Und das habe ich meinen Freunden gesagt. Ich habe das erste Mal nach der Wahl am 3. Oktober in einem Gespräch mit unseren Führungskräften gesagt, wenn wir in eine Regierung eintreten, dann müsst ihr euch auch damit anfreunden, dass ich als Parteivorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehe, weil das muss dann wer anderer machen. Es bewährt sich sowas nicht. Gut, kommen wir zum nächsten Kapitel, Sozialversicherung. Sachthema Sozialversicherung, das hat vor inzwischen 5 Wochen begonnen mit der Aussage der Bundesparteiobfrau Riesbasser, Leute wie Salvo.